So, Freunde, da sind wir wieder bei Let's Play RimWorld mit mir, dem Lufo. Ja. In dieser Folge kriegen wir vielleicht mal die Hydroponics fertig. Was auf jeden Fall schön wäre. Und dann überlege ich, ob ich... Ich glaube, wir gehen in die Richtung dafür. Das war hier dahinter. So. Gehen hier erstmal einen kleinen Gang runter. Und dann würde ich sagen, als nächstes machen wir automatische Türen. Wo ist denn hier? Gasdrucklader. Waffenschmiede. Ich hätte gerne Türme, Verteidigungstürme. Elektrische Feuerbestattung wäre auch gut. Wo gibt's denn hier die scheiß Türme? Recurve-Bogen, Langbogen, Mechanik, Waffenschmiede, lange Klingen, Mörser. Mechanik, was erlaubt dann? Halte die Mechanikwerkbank frei, mit der Schusswaffen und andere Maschinen hergestellt werden können. Moment. Grundlagen. Komplexe Elektronik. Haltet Hightech, Labortisch und wo kriegt man denn Röhrenfernseher, Geschütztürme? Da, okay. Bleiben aber erstmal bei den Hydrokulturen natürlich. Was ist jetzt hier? Verrücktes Tier, Truthahn. Da siehst du, wenn wir die Geschütztürme haben, dann müssen wir uns da gar nicht mehr so drum kümmern, dass hier irgend so ein scheiß Truthahn auf unsere Basis drauf losrennt. Scheint ja nicht nur einer zu sein, so wie es aussieht. Oh shit, da ist auch ein Bär. Okay. Ja. Greif den Truthahn an. Hast du noch eine Waffe? Was hast du denn für eine Waffe? Du hast keine Waffe. Beschießen. Der schießt das Huhn jetzt ab, oder was? Oh shit, okay, du... Greif ihn an. Hier kommt noch ein Truthahn angeschissen. Ernsthaft, du schießt gerade auf deinen eigenen Typen, Mann. Meine Fresse. Okay. Eiko. Rundkehr. Wie sieht's aus? Biss und da zerlegt er. Ja, die hat den auch mehrmals angeschossen, so von da. Nicht, dass das Eikos Fehler wäre jetzt an der Stelle. Kannst du nicht haulen mittlerweile? Transport. So. Lea, bitte kümmere dich um, behandle die. So. Genau, du, wie du bitte ihn behandelst. Ja, macht er schon, okay. Dann ist ja gut, wenn du deiner doktorhaften Pflicht nachkommst, sozusagen. Okay, er ist, glaube ich, bei Kochen 6 angekommen, hä? Yay, da macht er jetzt auch gute Mahlzeiten. Cool. Cool. Okay. Hat sich vollständig erholt. Okay, Kerl, dann darfst du mal bitte hier nicht sehen, sondern tragen. Wie sieht's bei euch aus mit Essen? Okay. Ja, du sollst... nein, nicht essen. Okay, dann egal, dann mach hier weiter.
Forschung abgeschlossen. Yes. Okay. Wo waren denn nochmal die Türme hier? Röhrenfernseher, Geschütztürme. Sehr gut. Wobei, wir können ja einfach so machen. So. Wer bist du denn? Claire? Was hat die denn am Start? Medizin. Machen wir mal so. Und was bist du für ein Ding? Geist. Okay. Dann, du stehst sowieso zum Schlachten frei. Wobei eigentlich, ich kann auch erstmal die am Leben lassen. Weil Kerr hat noch genug. Hat noch genug Viecher hier. Kann nicht tragen, kein freier Lagerplatz. Alter, okay. So. Wir müssen den Kühlschrank dringend erweitern. Oh, shit. Kältewelle. Kältewelle macht ja nichts. Ja, da ist hier echt noch unermüdlich am Arbeiten, ne? Außen minus 5 Grad. Mais ist erfroren, Heugras ist erfroren. Heilwurzel ist erfroren. Shit. Vielleicht sollte ich dann die Tiere auch reintun, hä? Huh? Gebiete verwalten. Gebiet 2. Oh shit, alles ist erfroren. Unser ganzes Essen ist erfroren. Oh. Nix gut. Achso, übrigens, wir können auch noch hier Zone. Hat das ein Haltbarkeitsdatum? Nee, ne? Das heißt, wir können einfach hier. Das hat tiefgekühlt, okay. Dann machen wir hier. Alles löschen. Priorität kritisch. Medizin. So. Warum ist hier jetzt was? Nee. So. Genauso wie hier die Zone gerne erweitert werden kann. Ja. So einigermaßen ausgeruht. Nein. Gut, aber dann werden zumindest jetzt hier die Sachen abgeholt, die hier tot sind. Während der Kältewelle muss man ja dann draußen auch nichts anpflanzen, wirklich eigentlich. Ich bin sogar eigentlich fast der Meinung, dass wir hier eigentlich die ganzen so wir einfach hier eine Anbauzone machen.
So. Wenn nur Kartoffeln. Und dann hier noch eine Anbaupflanze, Anbauzone für... Ups. Das war keine Absicht. So, für nur Kartoffeln und dann hier für nur Heilkraut. So. Ich hoffe, wir können das hier alles erstmal canceln kurz. Dass hier unten alles erstmal richtig wird. Strukturen. So, hier wird alles schön gebaut wieder. Das ist. Das sieht man doch gerne, wenn alles essen. Wieso kannst du den nicht tragen? Nicht begraben. Achso, der darf nicht genommen werden. Nein. Tragen. Möglich. Was? Möglichkeit. Versteckte Gegenstände. 24 Stunden. Nachricht geschickt. Sie haben erfahren, dass eine Sammlung wertvoller Gegenstände in einem nahen Versteck darauf wartet, gefunden zu werden. Die Sammlung besteht aus Heilanatiten. Was? 22 Tagen erreichen. Ja, nee, sowas. Ich bleib erstmal hier. Hier wird alles schön gebaut. Draußen ist immer noch minus 5 Grad. Das Ding ist, die ganzen Viecher hier brauchen Essen. Das heißt, wir müssen hier wieder eine Zone hinmachen. Lagerzone. Haben wir dann Kartoffeln, haben wir relativ viel. Alles löschen, Priorität kritisch, vegetarisch, Kartoffeln. So. Eiko, wovor rennst du weg? Du sollst Kartoffeln tragen. So. Das ist echt natürlich jetzt maximales Glück, dass da diese scheiß Kältewelle kommt, genau wenn die Kleider fast fertig werden. Warme Kleidung benötigt. Hier drin ist auch saukalt, oder was? Ah, shit. Ah, shit. Ah, verdammte Scheiße. Okay. Ich würde gerne hier zumindest ein Wärmegerät anbauen. So. Meine Zieltemperatur. 21 Grad ist okay, ja. Touren. So. Was ist es denn? Möbel. Künstliche Sonne. Okay, die müssen wir. 1 runter und 2 nach hinten. Das heißt, es reicht noch lange nicht hier. Immer noch minus 3 Grad. Wo ist denn die Musik hin? Hier drinnen wird es aber wieder wärmer. Innen 20 Grad. Sehr gut. Und hier? 6 Grad. Ich kann das hier offen lassen. Wird es vielleicht hier auch wärmer. So, künstliche Sonne. So.
wird alles angeliefert. So, dann werden wir in der nächsten Folge hier den Raum fertig bauen und da drinnen dann, ich glaube, es wird Reis anbauen, ja. Und ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao.